Mannschaft wechselt. Oh, stark. Hüls fängt ab. Und gute Position. Fast erreicht von Wojtek Stachowiak. Nochmal Stachowiak, Schmölz. Erste Top-Möglichkeit für Deutschland. Sieg hat er geholt in dieser Saison für die Grizzlies. Dustin Strahlmeier. Auch die Fangquote okay mit 87,5%. Nicht herausragend. So wie zuvor. Oh, was ein Fehler. Der Slowaken. Querpass hier vor das eigene. So, noch einmal die Chance von Tom Kühnhackl. Der Pass, der Flip-Pass geht da quer vor das Tor rein und den klopft er hervorragend runter einfach. Das ist einfach eine Qualität, die hat einer, der so lange in der NHL war. Ja. So, der Slowaken jetzt auf dem Eis. Das Vorspielspiel ist von oben reingekommen, ist jetzt vorm Tor. War dieser F3, den du erklärt hast, jetzt auch wieder mit drei Mann eigentlich hinten. Zelarik bekommt dann den Puck. Das ist das, du hast es erklärt mit diesem... Vom Tor, Vorspielspiel frei, das ist schon zu spät. Da war die Zuordnung wieder da, da kommt aber der Querpass. Ja, gut zugemacht von Dustin Strahlmeier. Ist natürlich noch schwieriger, weil die Slowaken das nicht mit einem Mann spielen, sondern auch in Rotation, diesen F3. Eben, genau, das war in Rotation. 20 Länderspielen, 10 Tore geschossen, 4 allein davon gegen Dänemark. War sein zweiter Doppelpack gegen die Dänen bei einem Deutschland-Cup. Harter Check jetzt hier gesetzt von den Slowaken, von Takac. Erstmal warm sind und so weiter. Jetzt schauen wir mal auf diesen Check. Preto sieht ihn kommen. Aber der Check geht zum Kopf. Er sieht ihn kommen, aber der Kontakt ist natürlich mit der Schulter ins Gesicht, wenn du jetzt da hinschaust. Siehst du das? Ja, Preto macht sich natürlich klein. Er springt nicht ab. Wie soll er reingehen sonst, Takac? Der fährt den schon. Ja, bleibt dann hängen. David Romagnac. Oh, das ist Schuss! Und das erste Tor dieser Partie. Und das erzielt die Slowakei durch Samuel Takac. Drei Minuten und 11 Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Takac mit dem Treffer. So, wir schauen noch mal genau hin. Da war ein bisschen Verwirrung in der neutralen Zone. Alles sehr weit auseinander. Der Puck geht lange durch. Ja, und dann wird Strahlmeier hier der Puck einfach weggeklaut von Martin Faschko-Rudasch. Punkt. Ja, also der Vorcheck, Deutschland ist sehr aufgeteilt. Das heißt drum, man muss da auch nicht zwingend komplett am Mann dran sein. Das Entscheidende ist hier, hinterm Tor, das muss man klar benennen. Wenn Strahlmeier geht, muss er die Scheibe spielen oder er geht nicht und lässt die Scheibe da hinterm Tor. Peter Zelarik. Vorsicht. Ah, der Pass, 2-0 für die Slowakei. Marek Korencik, der Verteidiger. Erstes Länderspieltor überhaupt. Wir schauen auch mal drauf vor dem Tor, ob der noch abgefälscht ist. Entscheidend ist die Aktion an der blauen Linie, wo Korencik Platz bekommt. Hier, Bittner ist im Zweikampf, dann geht die Scheibe nicht raus. Und der Pass, diese Drehung ist entscheidend von Zingel, der die Scheibe zu Korencik bringt. In der Mitte, Zingel hat den Kopf oben, das ist der F3. Genau von dem gesprochen wurde, der Stürmer, der oben ist. Und jetzt schauen wir, ob sie abgefälscht ist. Ne, geht durch die Beine. Geht da bei Daubner durch und geht bei Strahlmeier durch. Die Slowaken führen hier mit 2-0 nach 5. Hier ein Basti, inzwischen wieder auf der Bank und vorher auch einen kurzen Einsatz gefahren. Philipp Preto, also es geht bei ihm weiter. Da ist die Chance jetzt für das deutsche Team. Und das ist wichtig. Und das ist Luis Schinko mit dem ersten deutschen Tor. Man geht hier auch gut rein. Also erstmal bringt man die Scheibe tief und dann geht man nach. Fängt da die Scheibe das erste Mal ab. Und dann geht man zum Tor. Alle drei Stürmer da. Es ist ein individueller Fehler der Slowaken. Aber Deutschland findet hier einen Weg, den gut auszunutzen. Nachschuss jetzt von Schinko zum 1-2. Faschko Rudasch. Ja, war die eigentlich, aber den Abpraller verwertet Martin Faschko Rudasch.
zum 1:3 aus deutscher Sicht. Und damit auch den Schuss hat. Eigentlich ist es hier, Daubner geht gut rein. Dann geht die Scheibe hier überhaupt nicht raus. Und das ist entscheidend, wie die Scheibe da springt. Da reagiert keiner drauf, keiner hat einen Gegenspieler. Auch Strahlmeier kann dann nicht mehr zurückkommen, weil er erst da draußen ist, die Scheibe nicht berührt. Im Winkel versucht er komplett zu überspielen, weil der Schuss von der blauen Linie oben kommt. Strafzeit angezeigt. Gegen die deutsche Mannschaft. André Golian. Offenes Tor und auch der passt 4:1 bei angezeigter Strafe. Miloš Roman. Es ist natürlich auch so, dass Gavanke die Scheibe nach vorne bringt. Der fehlt dann hinten auch in der Position. Erstmal, hier ist er mit dabei, kommt natürlich dann schon zurück, weil sie drinstehen. Aber erstmal grundsätzlich, das heißt, die sind zu sechs. Es gibt keine hundertprozentige Zuordnung erstmal. Und dann ist es trotzdem einfach gut gemacht. Ja, also perfekter Schuss. Genau, zu dem Zeitpunkt sind alle da, aber es ist ein guter Schuss. Damit fällt Torhüter haben eine zweite Maske. Die Ausnahme. Das wird dich noch Tage beschäftigen. Pospisil. Michael Ivan. Jetzt wird sehr deutlich, das 5:1 für die Slowaken im Powerplay. Vom Tor die Sicht weg war, oder ob der abgefälscht war oder ob der einfach gepasst hat. Ist der Torschütze die 29, Michael Ivan. Nein, er ist nicht abgefälscht. Faschko Rudas ist da. Es ist spät zu sehen, weil Hager da weit vorne steht. Ah, sieht es auch an der Reaktion, ist spät zu sehen. So, und am Ende sind halt dann doch. Oh! Ah, hier ist doch noch ein Tor für die deutsche Mannschaft. Im Powerplay kein typisches, aber drin. So, Schmölz hier, jetzt mit dem Passversuch aufs lange Eck, aber Mudrak hat den Stock dazwischen. Fast da rein, komplett unhaltbar. Für Daniel Schmölz, drittes Tor im Turnier, 11. Tor im 30. Länderspiel. Sagt, da sind keine Blaupausen dabei, sondern da ist jeder Treffer. Oh. So, der geht auch noch. 6:2 durch Samuel Takac. Das beste Beispiel hier, da ist jeder Treffer, jeder Gegentreffer unterschiedlich. Mit dem Toreschießen für die Slowaken und der wird das hier vermutlich auch beenden. So, hier nochmal der Pass nach hinten. Takac mit dem Stock dazwischen und da genau ins Tor hinein. Die deutsche Mannschaft, zuletzt gelang ihnen das 2016. Damals auch mit einem deutlichen 6:3 gegen Deutschland. Heute heißt es 6:2. Die Slowakei schlägt Deutschland, ist damit vorzeitig.